Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Box to Box. In der zweiten Liga steht am Sonntag das Derby zwischen Dynamo Dresden und Erzgebirge Aue an. Tabellarisch trennen die beiden Teams bekanntlich 13 Punkte und für Dynamo geht es um viel, denn sie stehen momentan auf dem letzten Tabellenplatz. Grund für uns, einen Spieler von Dynamo für Box to Box anzufragen. Patrick Schmidt hat heute Zeit und Lust gehabt. Er ist Mittelstürmer, im Winter aus Heidenheim gekommen. 26 Jahre alt und ihr kennt das Spiel hoffentlich gleich unten im Bildschirm zu sehen. So, hoffentlich auch gleich mit dabei. Ihr könnt gerne eure Tipps für das Derby unten in die Kommentare schreiben. Hi! Hi zusammen, hallo. Geht's dir gut? Mir geht's gut, danke. Ich hoffe dir auch. Ja, blendend. Ich habe gerade schon das Derby angekündigt. Welche Erwartungen hast du denn als Neuzugang an das Spiel? Ja, man merkt es natürlich die ganze Woche schon in der Stadt, jetzt mit dem oder nach dem Sieg in Regensburg auch, dass sich alle natürlich auf das Derby freuen. Dass der Sieg in Regensburg jetzt auch zur richtigen Zeit kam vor so einem Derby und dass natürlich jetzt alle auf das Derby hinfiebern, dass das schon eine Riesenbedeutung hier in der Stadt hat. Gibt es eine Sache, worauf du dich am meisten freust? Auf ein ausverkauftes Haus. Okay, ja. Welche Rolle spielt bei einem Derby die Tatsache, dass man selbst vielleicht nicht aus der Stadt kommt? Macht das einen Unterschied? Ja, also ich denke, das macht schon Unterschied. Wenn man jetzt hier geboren ist, nimmt man das natürlich nochmal anders wahr, als wenn man von außen dazukommt. Aber wie gesagt, man merkt es die ganze Woche in der Stadt, wie wichtig das Spiel den Fans ist. Und das saugt man das natürlich genauso auf und ja, will den Fans natürlich auch gerne einen Sieg schenken. Du bist, ich habe es auch angesprochen, im Winter von Heidenheim, wo eigentlich ein potenzieller Aufstiegsthema war, gekommen. Wie unterscheidet sich so die Stimmung in den jeweiligen Kabinen, weil es ja zwei komplett unterschiedliche Situationen letztlich sind? Einmal Aufstieg, einmal Abstiegskampf? Ja, als ich hierher gekommen bin, hat man natürlich schon gesehen, dass die Jungs eine Vorgeschichte haben, dass die Hinrunde nicht ganz so gut gelaufen ist. Aber ich denke, das haben wir von Anfang an versucht, aus den Köpfen rauszubekommen. Auch der Trainer, wir als Mannschaft zusammen. Und ich denke, das haben wir in der Vorbereitung dann ganz gut hinbekommen. Und sind jetzt auf einem ganz guten Weg. Wie schätzt du die aktuelle Form ein? Weil es sieht gar nicht so schlecht aus. Also wenn man sich jetzt nur dieses Kalenderjahr anschaut, ist völlig solide von den Ergebnissen. Ja, also man muss halt dazu sagen, dass wir natürlich auch zwei Heimspiele hatten gegen Darmstadt und Bochum, die wir ja sehr bitter verloren haben. Einmal durch die kuriose Videoassistent-Entscheidung und einmal in der 93. Minute, als wir das Gegentor bekommen haben. Es war da natürlich schon ein kleiner Knick, aber jetzt durch den ersten Auswärtssieg in Regensburg haben alle wieder neue Hoffnung geschöpft. Das merkt man auch und jetzt gilt es dran zu bleiben und wie du schon gesagt hast, können wir eigentlich mit der Punkteausbeute leben, die wir bis jetzt geholt haben in dem Jahr. Ja, vor allem gegen Heidenheim, gegen deinen Ex-Verein, einen Unentschieden geholt. Es tut sowas besonders gut, wenn man da dann nicht irgendwie punktlos nach 90 Minuten vom Platz geht? Ja, ich würde lügen, wenn nicht, aber wurde ja vor dem Spiel auch oft darauf angesprochen. Letztendlich ist ein Spiel wie jedes andere auch, wo es drei Punkte gibt und die willst du als Spieler immer holen, egal gegen wen das es dann geht. Heidenheim und Dresden, finde ich, sind jetzt schon zwei komplett unterschiedliche Vereine. Wahrscheinlich könnten sie kaum unterschiedlicher sein. Welche Unterschiede nimmst du als Spieler wahr, vielleicht gerade im Hinblick auf die Fankultur? Ja, man steht hier in Dresden natürlich ganz anders im Fokus. Das ist ganz klar, die öffentliche Wahrnehmung, die Presse, ja, es ist alles viel größer, ist ganz klar, das Stadion, das ist schon was anderes als in Heidenheim, wo man wirklich ganz in Ruhe arbeiten kann und aber ich finde das geil. Tabellarisch seid ihr jetzt wahrscheinlich nicht der Favorit am Sonntag, muss man ehrlich sagen. Fühlst du dich generell in der Rolle des Favoriten wohler oder nimmst du lieber die Rolle des Underdog und gehst da drin auf? Das ist mir eigentlich ziemlich egal. Ich denke, der eine sieht das so, der andere sieht das anders. Ich habe es eben schon mal gesagt, letztendlich ist alles ein Spiel.
Jeder hat gegen jeden eine Chance, jeder hat seinen Plan, den versucht man umzusetzen und dann geht am Ende auch viel, hängt von der Tagesform ab, von der Leidenschaft und ja, wir haben ein Heimspiel und das wollen wir natürlich gewinnen, das steht außer Frage. Okay, wie bist du als Typ dann? Lass uns ein bisschen mehr über dich sprechen. Wie bist du als Typ, wenn ihr im Spiel entweder ein Tor schießt oder kassiert? Bist du da extrem emotional und lässt deinen Gefühlen vollen, freien Lauf? Oder eher à la Streich, ja, jetzt erstmal abwarten, cool bleiben, es sind noch irgendwie so und so viele Minuten zu spielen? Es kommt auch immer auf die Situation an. Ich denke jetzt gegen Regensburg zum Beispiel das Tor, habe ich das 1-1 gemacht. Da war eigentlich für mich direkt klar, so schnell wie möglich den Ball nehmen. Wir haben noch Zeit, noch 20 Minuten. Wir wollen das Spiel hier gewinnen. Und ja, dann jubelt man natürlich anders, als wenn man jetzt den Führungstreffer macht oder keine Ahnung, das 3-0, das ist ganz klar. Aber trotzdem hängt das einfach immer ja, von der Situation ab und ich habe jetzt mir noch nie vorher irgendwie einen Jubel ausgedacht, wie jubel ich wenn, sondern es kommt immer aus der Emotion raus und hat bis jetzt meistens ganz gut geklappt. Wieso ist, glaubst du, der Jubel aber so eine große Nummer, vor allem unter Stürmern, muss man ja sagen? Ja, es ist schon, als Stürmer lebt man irgendwo von Toren. Das ist ganz klar. Ne? Also dieses Gefühl, wenn das Netz zappelt, ich glaube, da weiß jeder Stürmer, wovon ich rede. Dafür spielen wir Fußball, wir Stürmer. Wenn man somit dann der Mannschaft helfen kann, ist das natürlich schon ein einzigartiges Gefühl, was auch irgendwo ein bisschen süchtig macht. Das ist ganz klar. War Stürmer schon immer deine Nonplusultra-Lieblingsposition oder hast du, wie viele andere, vielleicht woanders angefangen und bist dann irgendwann nach vorne gewandert? Nee, ich habe eigentlich schon immer vorne im Sturm gespielt. Natürlich dann in manchen Phasen der Jugend wurde man mal auf anderen Positionen ausgetestet. Jetzt gerade mittlerweile ja auch spiele ich, die letzten zwei Spiele habe ich jetzt auf der rechten Seite gespielt. Ja. Aber ja, meine Lieblingsposition ist schon vorne im Sturm. Gibt es eine, die du ganz schlimm fandest zu Wie spielen? Bitte? Gab es eine Position, die du wirklich ätzend fandest zu spielen? Ja, das war rechts hinten. Da waren die Wege dann immer so weit zum gegnerischen Tor und das hat mir nicht so viel Spaß gemacht. Okay, also du hast auf jeden Fall Lust, Tore zu schießen und wirst es dann hoffentlich auch am Sonntag schaffen. Wir machen immer bei uns im Box-to-Box-Interview so eine Kategorie, entweder oder, schnelle Fragenrunde. Das sind so ein bisschen kontextlose Fragen. Ich lese dir einfach vor und du versuchst so schnell wie möglich zu antworten. Alles klar, mach mal. Ordnungsfanatiker oder Vollchaot? Eine gute Mischung. Top 3 der Dinge, die du tust, wenn dir langweilig ist? Instagram, lesen, Netflix. Fan von Veränderungen oder eher der Typ, alles bleibt so, wie es ist? Kommt auch immer auf gewisse Situationen an. Manchmal sind Veränderungen gut, manchmal ist es aber auch gut, wenn man an seinen alten Tugenden festhält. Hast du eine Situation, wann Veränderungen gut sind? Ich denke jetzt im Winter meine Ausleihe nach Dresden. Das ist, denke ich, ein gutes Beispiel, weil es einfach für mich persönlich leider nicht mehr so gepasst hat. Ja, dann hat sich die Chance mit Dresden ergeben und ich bin glücklich hier. Und ja, ich denke, das ist ein sehr gutes Beispiel dafür. Top 3 der Berufe, die du als Kind werden wolltest? Fußballer, Fußballer, Fußballer. Okay, wow, da warst du sehr kreativ. Wer ist für dich der beste Bundesligaspieler? Aktuell? Mhm. Robert Lewandowski. Okay. Habe ich fast mit gerechnet, dass die Antwort kommt. Ich hätte aber Thiago gesagt, glaube ich, oder? Ich finde, der wird da viel zu selten erwähnt. Hatte ich tatsächlich, kannst du mir jetzt glauben oder nicht, gerade auch im Kopf. Okay. Aber letztendlich bin ich dann doch Stürmer und ja, guck dann dem Stürmer doch lieber zu, wie er Tore schießt, als einem Sechser. Aber Thiago, ja, ist, denke ich, rein fußballerisch ja, schon der beste Spieler. Das stimmt schon. Inwieweit analysiert man als Stürmer andere Stürmer? Schon ein bisschen. Also gerade von solchen Weltklasse-Spielern kann man sich natürlich viel abschauen. Das sind so Kleinigkeiten, die Auftaktbewegung, wie sie sich mit dem Rücken zum Gegner bewegen, mit Ball. Es sind viele Dinge einfach, wo ich mir schon versuche, was abzuschauen. Jetzt auch gerade
die neue Position für mich eher rechts. Da schaut man dann schon mal bei, wenn man Fußball schaut, ein bisschen genauer hin, wie machen das die wirklich Weltklasse-Spieler auf ihrer Position und kann da dann hoffentlich auch viel mitnehmen. Was beeindruckt dich vielleicht gerade im Fall Lewandowski am meisten? Seine Kontinuität, die er einfach immer wieder bringt, seit Jahren immer wieder treffen, treffen, treffen. Ich weiß selbst, wie schwer das ist, weil es ist zwar immer leicht gesagt, aber ja, ein halbes Jahr oder ein Jahr treffen kann jedem irgendwo mal passieren, aber wirklich auf diesem Niveau das über Jahre abzuliefern, das ist schon eine Hausnummer und sehr beeindruckend. Was bringt dich immer zum Lachen? Meine Freunde. Welche Teams steigen diese Saison in die erste Bundesliga auf? Der HSV, Stuttgart und ja, ich denke, Bielefeld lässt sich das auch nicht mehr nehmen. Okay. Heidenheim hast du jetzt nicht erwähnt. Einen hab ich nicht erwähnt. Ich denke, wir werden bis zum Ende auch oben dran bleiben. Traue ihnen auch zu, aber ich denke dann, dass die Kontinuität, dass dann doch die anderen drei am Ende vorne stehen werden. Also wie immer eigentlich bei Heidenheim, muss man sagen, oder? Wie fast immer, genau. Also letztes Jahr war es ja auch denkbar knapp. Ja, eigentlich auch unglücklich, wenn man dann die Saison ein bisschen Revue passieren lässt, wo man hat Punkte liegen lassen. Trotzdem, sagt der Trainer Frank Schmidt auch immer, muss man wissen, wo Heidenheim herkommt. Das erste klare Ziel ist immer, die Klasse zu halten. Und ja, was die in den letzten Jahren abliefern, das ist wirklich beeindruckend. Und was sich der Verein aufgebaut hat, da muss man einfach einen Hut davor ziehen. Ist einfach so. Stichwort Klasse halten. Welche Teams steigen diese Saison in die dritte Liga ab? Dazu will ich nichts sagen. Ich kann nur sagen, dass ich hoffe und alles dafür geben will, dass es Dynamo Dresden nicht ist. Eine gute Antwort. Der größte Fehlkauf deines Lebens? Der größte Fehlkauf? Das war mal mein Bett, das mir optisch so gut gefallen hat, aber in dem ich überhaupt nicht schlafen konnte, sodass ich es dann nach ein paar Wochen wieder verkauft habe. Isst du dein Essen so, wie es serviert wird, oder salzt du prinzipiell dein Essen nach? Viel Salz, viel Pfeffer. Das noch abschließend, das blödeste Geschenk, das du je bekommen hast. Das blödeste Geschenk? Kann ich gerade nicht sagen. Grundsätzlich freue ich mich eigentlich immer über Geschenke, wenn sich jemand Gedanken macht. Von daher bin ich da. Ne, kann ich da jetzt auf die Schnelle nichts sagen, was das blödeste Geschenk war. Gute Frage, aber kann ich dir gerade nicht beantworten. Tut mir leid. Da freuen sich jetzt alle, die dir jemals ein Geschenk gemacht haben und gerade gedacht haben, bitte lass ihn nicht meins nennen. Das hoffe ich doch. Dann wünsche ich dir, das war's schon, ganz viel Glück für Sonntag, für den Abstiegskampf, dass alles gut geht und ihr die Klasse haltet. Vielen Dank. Dir auch alles Gute. Danke dir. Ciao. Ciao.